Hallo ihr Lieben, ich bin es wieder, euer Vorleser Tom Weninger. Über YouTube lesen wir euch jeden Tag eine neue Bilderbuchgeschichte vor. Solange es keine richtigen Familienlesungen geben kann, ist es sicherer, ihr schaut euch die Bilderbuchlesungen zu Hause an den Geräten an. Und heute habe ich eine tolle neue Geschichte für euch mitgebracht. Und zwar, Lernen macht Spaß. Die Tiere im Wald haben keine Schule. Aber wo sollen sie denn etwas lernen, wenn sie keine Schule haben? Tja, Max Maus hat eine tolle Idee. Und was das sein kann, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Lernen macht Spaß. Von Brigitte Weninger mit Bildern von Yves Tallet. Jeden Abend liest Max Maus seinen Freunden eine Geschichte vor. Als er diesmal das Buch zuklappt, seufzt Molly Maulwurf: Max, du kannst so toll lesen. Ich möchte auch gern so gut lesen können wie du. Na, dann lern es eben, sagt Golo Gartenschläfer. Aber Ivan Igel ruft gleich: Wo denn? Wir haben ja hier im Wald keine Schule. Schule? Schule? Fragt Fido Frosch verwirrt. Und Anni Amsel schimpft: Stimmt, warum dürfen wir nicht lernen? Meine Mama hat mir das Lesen beigebracht, erzählt Max. Man braucht nicht unbedingt eine Schule, aber jemanden, der unterrichtet. Dann will ich es von dir lernen, bitte, ruft Molly Maulwurf. Ja, das will ich auch, das will ich auch, rufen Anni, Golo und Ivan. Nur Fido fragt: Warum, warum? Na, damit ich alles selber lesen kann, Wegweiser und Bücher und so, sagt Golo. Und damit ich später einen tollen Beruf habe, sagt Ivan. Damit ich um die Welt fliegen und in ganz vielen Sprachen zwitschern kann, sagt Anni. In Ordnung, lacht Max. Dann gründen wir doch einfach selber eine Waldschule. Am Morgen bringen die Freunde Tische und Stühle in ihr Waldklassenzimmer. Der schwarze Felsen ist ihre Schultafel und ein Kreidestein liegt auch schon da. Aber wir haben keine Schulsachen, stellt Molly fest. Schüler müssen doch Schreibhefte und Stifte haben. Ich weiß, wie man aus Schilfblättern Papier macht, meldet sich Anni. Aber ihr müsst mir helfen. Gut, dann soll Anni unsere Kunstlehrerin sein, sagt Max. Und nebenher kann sie mit uns das Singen üben. Bald hat jeder Schüler ein Blatt und einen Stift. Jetzt geht es los. Max schreibt den ersten Buchstaben an die Tafel. A. Wie Amsel. Seine Freunde malen die Zeichen auch in ihr Heft. Als sie auch das O und das P gelernt haben, ruft Ivan ganz aufgeregt: Hey, ich kann ein neues Wort machen. Popo. Meiner tut nämlich gerade weh vom Sitzen. Alle lachen. Und Golo meint: Wir können ein bisschen laufen und ein paar Streckübungen machen. Ich zeig euch welche. Na dann, auf zur ersten Tonstunde mit Sportlehrer Golo, lacht Max. Als die Freunde nach dem Turnen zu ihrem Klassenzimmer zurückkommen, bleibt Molly plötzlich stehen. Sie schnuppert mit ihrer feinen Nase und flüstert: Während wir weg waren, ist ein Fremder da gewesen. Was hatte der hier zu suchen?
Golo, Ivan und Anni lachen. Aber wir sehen doch niemanden. Nur Max nickt ernst und meint, es ist ganz wichtig, dass man gut sehen, hören, riechen und spüren kann. Könntest du uns das beibringen, Molly? Natürlich, nickt das Maulwurfmädchen stolz. Zuerst müsst ihr lernen, ganz still zu sein. Dann Ohren und Nase weit öffnen. Und so hält Molly die erste Sinnesübungsstunde an der Waldschule. Zum Mittag hat Fido Frosch eine Überraschung für seine Freunde. Er serviert ihnen gebratene Engerlingsspießchen und süße Algenkrütze aus dem Teich. Ist das lecker, schwärmen die fünf mit vollem Mund. Fido, du bist wirklich ein super Koch. Kannst du uns zeigen, wie man das macht? Claro, claro, quakt Fido glücklich und hüpft gleich los, um Engerlinge für seinen Kochunterricht zu suchen. Tja, und mit einer großen Brille, die er gegen die Sonne ausrichtet, bündelt er die Sonnenstrahlen zu einem ganz, ganz heißen Strahl, der direkt auf die Pfanne gerichtet ist. Und so kann er ohne Feuer seine Engerlingsspießchen machen. Nach dem Essen sind alle satt und glücklich und die sechs Freunde legen sich im Schulhof in die warme Sonne und ruhen sich aus. Nur einer kann nicht schlafen und steht wieder auf. Ivan ist immer noch wach und sitzt ganz allein abseits auf einem Hügel. Alle meine Freunde sind Schüler und Lehrer zugleich, denkt der kleine Igel traurig. Jeder kann irgendwas Besonderes, nur ich nicht. Doch plötzlich beginnen Ivans Schnurrhaare zu zucken. Prüfend bewegt er den Kopf hin und her, wie er es in Mollys Sinnestunde gelernt hatte. Da ist so ein komischer Geruch in der Luft. Und da hat er nicht eben ein Ast geknackt? Ivan spitzt die Ohren und plötzlich weiß er es. Oh Hilfe! Oh nein! Das ist ja der Fuchs! Entsetzt sieht Ivan, wie er sich an die schlafenden Freunde heranschleicht. Gleich wird er sie packen. Das darf nicht passieren. Blitzschnell rollt sich Ivan zu einem harten Stachelball zusammen und kugelt den Abhang hinunter, genau auf den Fuchs zu. Der hat nur Augen für seinen Maus-Frosch-Maulwurf-Amsel-Gartenschläfer-Nachtisch und bemerkt den Igel erst, als er ihn pieks mit vollem Schwung in den Popo sticht. Au! Heult der Fuchs laut auf und springt davon. Huch, was ist denn passiert? Rufen die Freunde erschrocken. War das wirklich der Fuchs? Ja, Ivan, wie hast du es bloß geschafft, ihn zu verjagen? Ach, ich hab mich nur zusammengerollt, so wie immer, piepst Ivan bescheiden. Doch Max ruft, nein, Ivan, du bist ein echter Held. Ohne dich wäre heute etwas Schlimmes passiert. Du musst uns beibringen, wie wir uns besser schützen können. Ivan nickt ganz glücklich. Jetzt ist er auch Lehrer. Danach spielen die Freunde den ganzen Tag im Wald, in der Sonne. Nachdem Max
an diesem Abend die Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen hat, kriechen die 6 Freunde ganz müde in ihre Betten. Molly seufzt zufrieden. Das war wirklich ein ganz toller erster Schultag. Quack, ja, quakt Fido in der Dunkelheit. Ich freue mich schon auf morgen, zwitschert Annie leise. Ich auch, flüstert Golo. Mit euch zusammen macht Lernen wirklich Spaß. Aber was sollen wir denn machen, wenn wir alles gelernt haben, was wir 6 wissen und können? Fragt Ivan. Dann suchen wir uns einfach jemanden, der noch mehr weiß und kann, lacht Max. Dann hört das Lernen und Spaß haben nie auf. Ja, ihr Lieben, das war unsere Geschichte für heute. Lernen macht Spaß. Und ihr zu Hause könnt euch auch überlegen, wieso soll man denn lesen und schreiben, rechnen und Fremdsprachen können? Es gibt sicher ganz viele Dinge, an die man gar nicht denkt, für die man das Lesen und Schreiben unbedingt braucht. Tja, und wenn euch etwas Gutes einfällt, das ihr könnt, dann könnt ihr es den anderen bei euch zu Hause ja auch beibringen und fragen, was sie wissen und können und was sie euch beibringen können. Ich bin mir sicher, dass es noch ganz viel gibt, das wir noch nicht wissen. Und wenn ihr so etwas gefunden habt, könnt ihr es uns ganz schnell schreiben. Und dann, ja, dann hört das Lernen und Spaß haben wirklich nie auf. Ja, das war unsere heutige Geschichte. Morgen gibt es wieder eine neue Geschichte. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Gesund bleiben und bis morgen. Tschüss, baba.